Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Mein Name ist Michael und wir spielen wieder zwei Runden für euch Survivor. Und heute ist Claudette Morel dran, ne? Gestern hatten wir ja Thomas und heute ist die Claudette Morel dran. Und unsere Aufgabe besteht darin, wir öffnen insgesamt ein Ausgangstor. Ja, ob wir das schaffen, weiß ich nicht. Es ist immer immer schwierig momentan zu entkommen. Aber gucken wir mal. Alles ist möglich. Alles geht. Alles ist möglich. Und ja. So. Einmal noch. Was sind wir damit? So. Alles klar. So. Dann suchen wir uns die erste Runde. Hoffentlich entspannte Killer, faire Killer und entspannte Survivor. Manchmal kann man sagen, hast du so welche Survivor, brauchst du keinen Killer. Ja. Wir haben dabei eine Michaela Wright, einen Felix Richter und eine Claire Redfield. Ja. Jo. Dann wollen wir mal mit der Claudette. Schauen wir mal, was für eine Karte wir kriegen. Okay, der Killer nimmt einen Pudding mit. Joa. Achso, die Talente habe ich gar nicht gesagt, ne? Ja. Kann ich gleich noch was zu sagen in der nächsten Runde? So. Krähenhorst. Super. Okay. Sorry, wenn ich abgespült haben soll. War nicht meine Absicht. Sorry. Thank you.
Ah, er ist hier. Da liegt er schon wieder. Wer ist ein Gen? Scheiße, Alter. Ab in den Keller. Denn muss da hinten angefasst werden. Oh mein Gott. Oh je. Und tschüss. Oh Mann. Keine gute Runde, Leute. Wolki TTV. Nee, nee. Ich bin entkommen.
Ja, war nicht so eine tolle Runde, Leute. Auf ins Nee, auf in die nächste Runde. 2 von 2 jetzt. Ja, eine McTominay, Ada Wong und eine Feng Min. Ach so, ich wollte noch was zu meinen Perks sagen. Ich habe die Talente Gelegenheit nutzen, beweise dich und Verzerrung und Flink. Ja. So, auf eine bessere Runde. Ja, ich bin zwar entkommen, aber einen Gen haben wir geschafft. Und 3 tot. Also, ja. Keine Ahnung. Der Todesbote, Alter. Wie kann man so einen Klappspaten spielen? Ja, egal. Muss ja jeder selber wissen. So, na komm, mach mal hin da. Wie lange soll es denn hier dauern? Hoffentlich haben wir jetzt bessere Killer. Sag mal so, der Killer war ja nicht schlecht, ne? Der war ja nicht schlecht, der hat 3 umgenietet. Oder 3 umgebracht. Ne? Die Survivor waren mal einfach, ja, was soll ich sagen? Sag, hast du so welche Survivor, brauchst du keinen Killer. Teilweise. Gott, einmal habe ich, ich weiß nicht, ob ich da abgeschmiert habe oder nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das nicht mit Absicht. Ich glaube, die Runde wird nix. Weil das zu lange dauert mit dem Laden. Ich glaube, die Runde wird nix. Das dauert alles zu lange. Oh doch! Hä? Wieso dauert das? Hat das so lange gedauert, bis er reingegangen ist? Ah ja. Oha. Was bei Toto kaputt machen? Ja.
Schnell mal retten gehen. Na, ich will jetzt auch eine Rettung haben. Jetzt ist sie. Ist er ja fair, oder? Oder auch nicht. Ich wollte gerade schon was sagen, dass der fair ist.
Mit einer hat er jetzt raus. Oder auch nicht. Ach so, Mori. Nee, ich bin raus. Tschüss. Und ich habe meine Quest geschafft. Ich muss ein Ausgangstor öffnen. Nee. Jo. Wieder drei tot. Einer entkommen. Ja, und zwar ich. Ach nee. Mori für alle. Sehr schön. Sehr schön. Mori für alle. So, können die Quest abgehen gehen? Ja, haben wir nur noch eins. Ne? So wie es ausschaut, ja. Und zwar blende den Killer zweimal, während dieser einen Überlebenden trägt. Blende den Killer zweimal. Während er... Oh nee, das kriegt doch niemals hin. Während dieser einen Überlebenden trägt. Zweimal und das in einer Runde? Junge, das kannst du vergessen. Das Blenden ist nicht mein Ding. Überhaupt nicht. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Sure. In einer Prüfung, in einer einzigen. Ja, egal, Leute, egal. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es gefallen, außer, naja, naja, Survivor halt. Ja, dann kommentiert, like, lasst einen Daumen hoch da, supportet mich und lasst viel Liebe da und teilt meine Videos, wäre super cool und genauso, wenn ihr mir ein kostenloses Abo dalassen würdet, wenn euch das gefällt, was ich hier so für euch präsentiere oder zeige, ja, wäre schön, lasst ein kostenloses Abo da oder folgt mir auch auf Twitch. Dort heiße ich XX Michael BOXX. Auch dort würde ich mich über ein Follower freuen.
wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, wenn ich live gehe auf YouTube oder auf Twitch, in nächster Zeit oder auch jetzt gerade bin ich mehr auf YouTube unterwegs. Das hat also noch einen speziellen Grund, einfach ist einfach, weil ich kann nur auf eins auf live gehen, also entweder YouTube oder Twitch. Und ja, ich habe mich da so für Twitch ein bisschen erstmal entschieden. Ich würde gerne auf beides live gehen, aber es ist gerade nicht möglich, weil ich nur ein Gerät habe, was das, ja, wo ich da live gehen kann und das abspielen kann und dann auch zugucken kann. Und ja, naja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Michael.